Shalom, liebe Geschwister, ich grüße euch allen im Namen Joshua, ich bin der Bruder Gary und ich wollte mit euch einen Traum teilen, den ich vor kurzem hatte. Und als erstes möchte ich natürlich beten. Joshua Mashiach, ich lobe und ich preise dich, Herr, ich danke dir für diese Momente, die du mir gegeben hast, Herr. Herr, führe das, was ich im Herzen habe, dass nicht ich aus meinem Fleisch rede, sondern du, dass du aus mir redest, Herr. Dass die Geschwister und alle anderen gestärkt werden und vor allem ermutigt werden, Herr. Danke für diesen Moment, Herr. Und im Namen Joshua Mashiach habe ich so gebetet. Amen. Ja, und zwar wollte ich mit euch einen Traum teilen, den ich vor kurzem hatte. Und in dem Traum habe ich mich mit Geschwistern gesehen. Wir waren in einer christlichen Konferenz. Und anschließend, nach der christlichen Konferenz, haben wir uns alle versammelt und haben ein bisschen gegessen, alle zusammen. Und währenddessen, wo wir alle am Essen waren, haben wir alle Richtung Sonne geschaut. Das war ein sehr kurzer Moment, aber wir waren alle irgendwie fixiert Richtung Sonne. Und wo wir alle Richtung Sonne geguckt haben, dann habe ich da ein Licht erkannt, das noch heller war als die Sonne. Also ich weiß jetzt nicht, ob diesen Moment das auch alle anderen gesehen haben, weil ich habe dann von meiner Perspektive gesehen, dass ich auf jeden Fall ein Licht gesehen habe, das viel, viel heller war als die Sonne. Und das Licht war kleiner, die Sonne war schon sehr groß, aber die war sehr, sehr hell. Und das Licht, was so hell war, hat sich erstmal von links nach rechts bewegt. Die war aber vor der Sonne und das konnte man sehr gut erkennen. Also ich habe das sehr gut erkannt. Und als es sich bewegte von links nach rechts, habe ich im Traum erkannt, dass es der Herr war. Und sein Glanz von dieser Sonne oder von diesem Licht, Entschuldigung, dieser Glanz von diesem Licht, es war so klar, dass ich es wirklich nicht mal mit Worten erklären kann. Es war sehr, sehr klar, sehr herrlich, sehr schön anzusehen. Und das Licht, was ich gesehen habe, das kam Richtung Erde. Und in diesem Moment, wo es Richtung Erde gekommen war, wurde es natürlich immer heller und viel leuchtender. Und da ich erkannte, dass es der Herr war, fing ich an, den Traum zu sagen, tun wir Buße, bekehren wir uns. Also ich sagte die ganze Zeit, bekehren wir uns, tun wir Buße. Ich habe dann gesehen, dass der Herr Richtung Erde gekommen ist, sozusagen, als ob der jetzt seine Gemeinde abholen wollte. Und ich habe die ganze Zeit so geredet, bekehren wir uns. Und währenddessen ich so am Reden war, bin ich aufgestanden. Und als ich aufgestanden bin, habe ich es weitergesagt. Und ich habe es gesagt, bis ich es erstmal realisieren konnte, dass es ein Traum war. Und als ich es realisiert habe, fing ich direkt an zu beten. Ich habe gebetet und ich habe auch einen Bibeltext gelesen, um einfach nochmal zur Bestätigung zu sehen, das, was ich geträumt habe, dass es der Herr selber war. Und das kann man auch in Johannes Kapitel 8 lesen, und zwar der Vers 12. Johannes 8, Vers 12. Ich lese nach Joshua und da steht, und Jehoshua redete wieder zu ihnen, indem er sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit leben,
sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das Entscheidende in diesem Vers ist, ich bin das Licht der Welt. Und das für mich vor allem diesen Traum, was mich auch angezogen hat oder was ich so gesehen habe, das war einfach dieser Unterschied von der Leuchte oder von diesem Glanz zwischen dem Glanz der Sonne und dieses Licht, was der Herr selber ist. Man kann noch natürlich sehr, sehr viel darüber sprechen oder sagen, aber wie man so schön sagt, ich möchte da jemand Honig ums Maul schmieren, wie man es so schön sagt, also dass die Leute noch mehr Lust haben, aber das kann man vielleicht später noch mal tiefgründiger teilen. Wie gesagt, der Herr ist das Licht, und als ich das gesehen habe, das hat mich gepackt, das hat mich aber gestärkt, ermutigt, weil ich einfach gesehen habe, wow, was für eine Gnade und was für ein Glanz. Und dieses Licht, was der Herr selber ist, das ist reell. Und ich weiß, er ist lebendig. Ich glaube da zu 100%, dass der Herr lebendig ist. Und das wollte ich mit euch teilen, dass wir aufstehen, dass wir ermutigt sind, dass der Herr wiederkommt, seine Gemeinde abzuholen, denn er ist das Leben, er ist der Weg und die Wahrheit. Und dieses Licht ist lebendig. Wir leben in einer Welt, das voller Finsternis ist und Dunkelheit, was viele Werke des Feindes hat. Aber wir, die Kinder Elohims, wir sind das Licht. Und das sollen wir sein, das Licht der Welt. Denn das wahre Licht ist der Herr selber. Wie wir vorhin gelesen haben, wo der Herr gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und dazu gibt es auch sehr, sehr viele Bibelverse, wie zum Beispiel in Offenbarung 22,5, wo der Herr selber die Welt oder im Himmelreich uns erhellen wird. Also er wird selber das Licht sein und wir werden dann nicht mehr die Sonne brauchen. Das kann man sogar ganz kurz lesen. Das ist in Offenbarung Kapitel 22. Man kann 1 bis 5 lesen, aber es ist nur der Vers 5, was entscheidend ist. Und da steht: Und Nacht wird da nicht mehr sein, und sie werden keine Lampe und Sonnenlicht brauchen. Denn der Herr, Elohim, wird ihnen leuchten, und sie werden für die Zeitalter der Zeitalter regieren. Das heißt, der Herr selber wird erleuchten, denn er ist das wahre Licht, Elohim. Und so einfach zu sagen, dass Elohim Joshua ist. Er ist das wahre Licht. Und ich finde das einfach schön zu sehen, dass der Herr so viele Aspekte hat und dass er mir das erste Mal als das Licht erschienen ist, ist mein Traum. Der Herr ist wirklich das Licht, ist das Licht der Welt. Man kann es auch sogar lesen in Johannes Kapitel 1. In Johannes Kapitel 1. Kann man ab Vers 9 lesen. Man kann natürlich auch den Vers 1 anfangen. Aber wir lesen erst sogar Vers 6. Es war ein Mann mit dem Namen Johannes, der von Elohim gesandt worden war. Er kam als Zeugnis, um vom Licht Zeugnis abzulegen, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern Zeuge für das Licht. Das Licht war das Wahre, das jeder Menschen erleuchtet, als es in die Welt kam. Er war in der Welt und die Welt war durch ihn gemacht worden, aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Er ist zu seinen eigenen gekommen und seine eigenen haben ihn nicht aufgenommen. Allen jedoch, die ihn aufgenommen haben, die an seinen Namen glauben, hat er die Macht gegeben, Kinder Elohim zu werden, die nicht aus Blut oder aus dem Willen des Fleisches oder aus dem Willen des Menschen, sondern aus Elohim geboren sind. Und das Logos, also das Wort, ist Fleisch geworden und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen.
voller Gnade und Wahrheit. Und wir haben seine Herrlichkeit betrachtet. Eine Herrlichkeit wie die Herrlichkeit des einzigen Sohnes des Vaters. Also, hier zeigt es nochmal, dass Jehoshua das wahre Licht ist, dass er da war, dass er die Erde gemacht hat, der Himmel und Erde gemacht. Jehoshua ist Elohim, der hat alles gemacht und der ist das wahre Licht. Und damit wollte ich euch ermutigen, dass wir an den Herrn glauben, dass wir, wenn wir schwach waren, dass wir weiterhin beten, dass wir durchhalten, denn er kommt zurück, seine Gemeinde abzuholen. Es ist nicht mal lange. Wir sehen, was auf der Welt passiert. Wir wissen, dass es von Tag zu Tag immer schwerer wird. Es wird von Tag zu Tag, gibt es mehr Sorgen, mehr Probleme. Aber vergessen wir nicht, warum wir Christen sind. Und wenn du vielleicht, der mir gerade zuhört, kein Christ bist, du hast jetzt die Möglichkeit, ihn anzunehmen in dein Leben. Lass das Licht in dein Leben erscheinen. Ich zeuge nur von dieses Licht. Aber der Herr, der ist lebendig. Er kann in dein Leben eintreten. Und er kann das Licht in dein Leben sein, damit du mit ihm in der Ewigkeit lebst. Lassen wir Jehoshua in unser Leben eintreten. Und dass der vor allen Dingen unser Leben führt. Richtung das Himmelreich, Richtung das Paradies. Ich will euch wirklich noch ein Bibelvers den letzten Bibelvers geben oder teilen, vor allem uns ermutigen, denn ich liebe es wirklich immer zu lesen. Ich liebe es ja zu lesen, vor allem auch zu beten. Das ist in Römer Kapitel 13, Abvers 11 bis 14. Ich lese. Erst recht, da wir die Zeit erkennen, dass jetzt schon die Stunde für uns ist, vom Schlaf aufgeweckt zu werden. Denn jetzt ist unser Heil näher als da, als wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit fortgeschritten und der Tag ist nah. Legen wir also die Werke des Finsternis ab und ziehen wir die Waffen des Lichtes an. Leben wir anständig wie am Tag, nicht in Orgien und Trinkgelagen, nicht in unehrlichen Beziehungen und zügellosen Lust, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jehoshua Maschiach an und sorgt nicht für das Fleisch vor, um sein Begehren zu stillen. In 11 ist es ganz wichtig nochmal, denn jetzt ist unser Heil näher da, als wir geglaubt haben. Damit werde ich auch abschließen. Der Herr ist an der Tür, er kommt zurück. Und ihr könnt selber nochmal Matthäus Kapitel 5, Vers 13 bis 16 lesen. Wir sollen das Licht der Welt sein. Wir sollen Zeuge sein, genau wie Johannes Zeuge ist. Er hat vom Licht bezeugt. Der Herr, er kommt und sein Glanz ist herrlich. Er hat einen Unterschied gemacht zwischen Sonne und seinem Licht. Und dieser Unterschied sollten wir Menschen auf der Erde sein. Wir sollten einen Unterschied machen, damit die Menschen nicht uns sehen, sondern den Herrn durch uns. Amen. Seid gesegnet im Namen Jehoshua. Möge der Herr mit euch sein. Auch die, die schwach waren, gebt nicht auf, macht weiter. Die den Herrn vielleicht noch nicht angenommen haben, jetzt ist die Zeit da, den Herrn anzunehmen. Er kommt wieder und er wird wiederkommen. Glaubt an ihn, denn der selber ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Seid gesegnet im Namen Jehoshua Maschiach. Amen.